Hallo Leute, herzlich willkommen wieder zu unserem Cubensizer Power Adventskalender und heute wieder mit einer Übung, die dafür sorgt, dass euch warm wird. Und etwas, das ihr ganz einfach machen könnt zu Hause mit einem Kochlöffel. Wir haben hier leider keinen Kochlöffel, deswegen imitieren wir das Ganze mit einer Geschirrbürste hier mit zum Abspülen, die ihr vielleicht auch zu Hause habt, könnt ihr auch mit dem machen, egal. Was ich euch heute zeigen möchte, ist diese Schulterbewegung, die ganz oft Probleme macht, weil die Leute nicht die Koordination noch nicht so richtig drauf haben. Also, deswegen wollen wir das jetzt ganz kurz üben. Und zwar nehmt ihr euch jetzt einfach irgendwas was in die Hand, einen Kochlöffel, einen Löffel, was auch immer. Und wir machen, rechts hier habe ich mit etwas in der Hand, links habe ich nichts in der Hand. Wir machen jetzt einfach mal diese Bewegung auf beiden Seiten, okay? Wir machen also nach unten hauen und schaut mal, wenn ich mit dieser Bürste nach unten haue, passiert etwas, diese Schulter, die rechte geht nach vorne und mein Ellbogen geht nach außen. Okay, jetzt mache ich das Ganze mit der Hand, mit der ich jetzt nichts in der Hand habe, die ich dann so beim Tanzen so benutzen würde und da passiert genau das Gleiche. Ich gehe mit meiner Schulter nach vorne, mein Ellbogen ist außen und mein Arm bewegt sich so etwas nach, na, zur Seite, nach unten, nach hinten. Ja, fast. Okay, also einmal nach vorne, einmal nach vorne, vorne, hinten. Jetzt drehe ich mich mal um, damit ihr seht, wie das Ganze von hinten aussieht. Okay? Also, und zwar fangen wir mal an hier mit rechts nach unten hauen oder eben nach vorne die Schulter bewegen. Wir fangen an und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt, wo ich hier so diese Wand vor mir habe, stelle ich mir auch irgendwie vor, als würde ich mit meiner Schulter nach vorne an die Wand hinstoßen wollen und da vielleicht irgendetwas wegstoßen. Seht ihr das? Das ist auch nochmal so eine Bewegung, die das so ein bisschen imitiert. Okay? Machen wir es noch einmal. Und wir fangen wieder an mit rechts und nach vorne. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, also dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Üben und dann sehen wir uns im nächsten Video.